was ist eigentlich los mit mir? Warum bin ich so oft bei Ärzten und Blut abnehmen und hin und her? Werde ich operiert? Guten Morgen, Lieben, und willkommen zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal und tatsächlich wirklich richtig guten Morgen. Ich liege, wie man sieht, noch im Bett bzw. wieder im Bett. Ich komme gerade von einem Arzttermin und wurde ganz, ganz eklig gepiekst zur Blutabnahme zum zweiten Mal diese Woche und leider hat das nicht so gut funktioniert, weil es reingestochen worden ist und da kam schon wieder kein Blut, ne? Man kennt mich ja, und dann rechts wieder und oh, das war total unangenehm und eklig und es tut mir beide Arme weh. Liege ich jetzt noch im Bett und warte dann, bis ich nachher noch meinen nächsten Arzttermin habe. Genau, und wir werden euch heute hier in dem Vlog dann, denke ich, auch erzählen, warum ich in letzter Zeit so viele Arzttermine habe. Aber ich glaube, da warte ich lieber, bis Kobi dann auch da ist, damit wir es zusammen erzählen. Und ja, wie gesagt, ich warte jetzt noch ein bisschen und dann melde ich mich gleich wieder. Ready gemacht und ich mache mir jetzt etwas zu Mittagessen. Ich habe das Frühstück heute ausfallen lassen. Ich mache mir nämlich jetzt Nudels mit Pesto. Da habe ich jetzt richtig Lust drauf, weil ich gehe nachher, ich glaube um 3:30 fahre ich los oder soll ich da sein, die Lulu besuchen. Die ist heute bei Melina Best. Sich Extensions machen lassen so und da habe ich gesagt, komme ich mit, besuche sie und leiste kräftige Unterstützung. Und danach fahren wir zusammen dann zum Arnis und Kobi kommt dann auch dahin. Aber bevor ich halt nachher fahre, brauche ich Stärkung, deswegen mache ich mir jetzt was zu essen. Essen ist gleich fertig, aber ich habe gerade so ein bisschen Sorge um meinen Laptop. Kobi und ich, wir haben ja beide ein MacBook und meins ist halt schon sehr alt. Seins ist schon noch relativ neu. Und wir benutzen so für Videoschnitt und alles möglichen Kram halt seinen Laptop. Und so für die, ja, Sachen, wo ein Laptop nicht mehr so viel Leistung braucht, zum Beispiel zum Rechnungen schreiben oder, ja, Bilderbearbeitung oder sowas, halt dann manchmal auch meinen. Und der geht einfach jetzt komplett nicht mehr an. Also so sieht es jetzt hier aus. Ich kann machen, was ich will. Lange drücken, kurz drücken, es funktioniert alles nicht. Das Kuriose ist nur, das Logo leuchtet. Also normalerweise geht es an, wenn man ihn aufklappt und auch direkt wieder aus, wenn man ihn zuklappt, aber hier tut sich nichts. Ich glaube, vorhin ist einfach der Akku ausgegangen, weil ja, der Akku leer war nicht. Und ich bin auf jeden Fall jetzt fertig gemacht, habe mich schon angezogen und fahre dann jetzt zur Lulu nach Köln. Ein Geschoss so. Da lässt sie sich ja die Haare machen und ich besuche sie, wie gesagt. Aber ich fahre jetzt mit der Bahn. Total komisch, irgendwie mit der Bahn zu fahren. Ich bin absolut kein Bahnmensch. Oh, es ist mir so hässlich. Genau, weil Kobi ja nachher da hinkommt und dann hätten wir zwei Autos da. Das ist total unnötig. Ja, jetzt muss ich vorher aber nochmal zur Bank Geld abholen. Und dann geht's für mich los. So, ich bin jetzt angekommen. Also eigentlich schon was länger. Die Extensions sind auch schon drin, Leute. Ich fühle es so sehr, wie ich vor einem Jahr hier saß. Es sieht so schön aus. Also hier vorne ist noch nichts drin. Erst hier hinten. Oh mein Gott. Es ist so schön. Alter. Schaut mal, wer da ist. Hallo. Perfekt. 8:30 ist er dann auch endlich mal da. Und schon am Essen. Und schon am Essen, obwohl wir jetzt Essen bestellen. Die Diät läuft. Diät bei Kobi. Schatz, wir bestellen doch das Essen. Ja, ich weiß, aber ich habe jetzt schon Hunger. Ja. Lulu, wir machen das Endergebnis. Zeig mal dein Endergebnis. Schaut euch das mal an. Ich bin so neidisch, Leute. Im positiven Sinne neidisch. Es ist so schön. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie schön es ist. Oh mein Gott. Ja, wird dir auch stehen, Anni. Und wir bestellen jetzt Essen, weil wir haben Hunger. Guten Morgen, ihr Lieben. Ihr seht schon, es ist der nächste Tag. Das lag daran, wir sind gestern nach Hause gekommen und waren einfach so müde.
und sind einfach schlafen gegangen, weil wir heute wieder sehr früh aufstehen mussten. Wir haben jetzt 7:30 und ich stehe schon seit 10 Minuten ungefähr vor meinem Arzt. Ich hatte ja gestern die Blutabnahme und muss da jetzt die Ergebnisse abholen, weil ich jetzt gleich ins Krankenhaus fahren muss. Da habe ich eine Voruntersuchung. Ich werde den Vlog jetzt aber gleich hier beenden. Kobi ist jetzt auch noch zu Hause, der fährt jetzt gleich zur Arbeit. Deswegen, ich habe gesagt, komm, schlaf du noch ein bisschen. Ich erzähle jetzt einfach den Leuten schon alleine, was los ist. Muss ja jetzt nicht unbedingt dabei sein. Ja, was ist eigentlich los mit mir? Warum bin ich so oft bei Ärzten und Blut abnehmen und hin und her? Ich versuche euch das jetzt so einfach wie möglich zu erklären. Also, wir haben heute Freitag und am Montag, also in 3 Tagen, werde ich operiert. Ja, schon wieder. Irgendwie... Ich weiß auch nicht, was los ist, aber bei uns kann es einfach kein, hey, uns geht's super und es ist nichts geben. Ihr kennt mich, bei mir ist immer irgendwas und ich finde es auch gar nicht cool, dass ich jetzt schon wieder eine Operation habe. Ihr wisst ja, bei der letzten Operation, die ich hatte vor 1,5 Jahren, ist bei mir so einiges schief gelaufen und da habe ich jetzt schon ein wenig Respekt vor. Natürlich hatte ich auch vorher Respekt. Aber wieso, weshalb, warum das Ganze? Ich versuche euch das so mit meinen Worten zu erklären, ob ich jetzt alles, also ich bin kein Arzt, ob ich jetzt alles genau 100% richtig sage, weiß ich nicht, aber ich versuche euch das jetzt zu erklären, so wie ich es verstanden habe und so wie ich es verstehe und aufgenommen habe. Also, ich war die letzten Wochen öfters mal bei meinem Frauenarzt, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe, meine Periode zu kriegen. Ihr wisst ja, ich nehme meine Pille eigentlich durch und kriege deswegen meine Tage oder meine Periode nur 2-mal im Jahr. Jedes halbe Jahr mache ich quasi eine Pause. Zum Thema Pille gibt es übrigens auch noch ein neues Thema, aber das fasse ich jetzt nicht hier mit rein, das wird dann zu groß. Auf jeden Fall ist die Pille, die ich nehme, nicht gut für mich und nicht geeignet zum Durchnehmen. Ganz wirr, ja, das kommt aber wann anders einfach mal. Ja, auf jeden Fall bekomme ich meine Periode dann 2-mal im Jahr und dieses 2-mal im Jahr halte ich von den Schmerzen her körperlich einfach nicht aus. Also sobald ich einen Tag die Pille nicht nehme, bekomme ich so starke Schmerzen, das steigt mir in den Kopf, in den Rücken. Ich kipp teilweise einfach fast um, weil die Schmerzen so stark sind und ich habe gesagt, okay, ich bin ein sehr schmerzempfindlicher Mensch, aber das kann nicht sein, dass ich da wirklich so außer Gefecht gesetzt bin. Ihr habt es ja auch schon oft hier in den Vlogs gesehen, wo dann auch viele leider in den Kommentaren geschrieben haben, hey Mone, stell dich doch nicht so an. Ja, ich habe mich leider nicht so angestellt, denn es besteht bei mir der Verdacht auf Endometriose. Ich weiß nicht, ob er euch was sagt. Ich versuche es euch, wie gesagt, jetzt zu erklären. Endometriose ist quasi eine Krankheit. Sie ist eigentlich relativ gutartig, hat aber viele negative Punkte, wo ich gleich drauf zu sprechen komme. Endometriose ist quasi etwas... Normalerweise, wenn ihr eure Periode habt, entwickelt sich etwas in der Gebärmutter und eure Gebärmutterschleimhaut verändert sich. Und wenn man diese Krankheit hat, entwickelt sich das außerhalb der Gebärmutter und das ist nicht so gut und das kann ganz arg Schmerzen verursachen und Narben verursachen. Und das Problem ist, wenn man das nicht wegmachen lässt, breitet sich das immer weiter aus und das kann zur Unfruchtbarkeit führen. Und ja, da wir jetzt nicht wissen, wie lange ich das schon habe, ob ich das überhaupt habe, also man kann das auf dem Ultraschall sehen, muss das aber nicht sein. Aber da wir von den Symptomen und vom Ultraschall her ausgehen, dass das bei mir der Fall ist, werde ich am Montag quasi operiert. Es wird eine Bauchspiegelung gemacht und wenn während der Bauchspiegelung festgestellt wird, okay, gut, ich habe das, dann wird getestet, in welchem Stadium ich das habe und dann wird es auch direkt weggemacht. Ja, sowas ist manchmal oder leider nicht mit einem Eingriff getan, sondern oft dann auch mit mehreren. Das muss dann alle paar Jahre dann wieder neu entfernt werden und alles, weil sich das natürlich dann wieder weiterbildet und wieder entwickelt. Auf der einen Seite richtig doof, weil ich hoffe nicht, dass ich unfruchtbar bin. Ich möchte für mein Leben gerne irgendwann mit Kobi 2 Kinder haben, 2 gesunde Kinder zur Welt bringen. 2% gut, dass ich dann wenigstens mal wissen würde, warum ich immer so starke Schmerzen habe und dass ich dann nicht weiß, okay, ich stelle mich wirklich nur an. Und ja, so sieht es auf jeden Fall jetzt aus. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet. Ihr kennt mich, wenn ich irgendwie was erklären soll, bin ich nicht so die Beste drin. Deswegen muss ich auch jetzt meine Blutergebnisse abholen, die ich dann jetzt gleich mit zum Krankenhaus nehmen muss. Da habe ich dann jetzt mein Vorgespräch. Ich glaube, da werden auch noch ein paar Tests mit mir gemacht. Genau, so sieht das Ganze dann aus
Und dann würde ich sagen, beende ich den Vlog jetzt hiermit. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt alles verstehen. Und ansonsten googelt einfach mal Endometriose. Ich schreibe euch das mal hier rein. Dann könnt ihr es mal googeln. Ja, dann würde ich sagen, beende ich diesen Vlog hiermit. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn er euch gefallen hat. Und schreibt auch gerne mal eure Meinung oder Erfahrungen. Vielleicht habt ihr es ja auch schon mal gehabt oder jemanden, der das gehabt hat, von Endometriose in die Kommentare. Aber bitte, Leute, macht mich irgendwie nicht verrückt oder sowas. Also ich mache mich schon selber genug verrückt. Deswegen bitte am besten einfach lassen, irgendwas Schlimmes zu schreiben. Und ja, dann gerne hier unten könnt ihr uns kostenlos abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Die Glocke aktivieren. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog. Ich habe euch oder wir haben euch ganz so lieb. Tschüss!